Mittlerweile ist bekannt, dass kranke bzw. tote oder mit Metall behandelte Zähne sowie Kieferknochen alle möglichen Krankheiten und Symptome auslösen können. Von einfachen Schmerzen bis hin zu Autoimmunerkrankungen, Alzheimer und Krebs. In dem Interviewausschnitt aus dem Entgiftungskongress mit Dr. Babette Klein und Ungas Gemmika klären beide über die zwei Typen von Parodontitis auf und was wir dagegen tun können, sprechen über tote und wurzelbehandelte Zähne, sogenannte Nikos, die Biotoxine ausstoßen, die selbst in allerkleinsten Mengen unglaublich giftig sind. Der Moderator Ungas Gemmika ist der Entgiftungsexperte schlechthin und hat vor allem durch seinen Podcast Bio 360 deutschlandweit Bekanntheit gewonnen. Dr. Babette Klein ist Fachärztin für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Anästhesie und Intensivmedizin. Neue spannende Videos gibt es mehrmals pro Woche. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, nur so verpasst du nichts. Viel Spaß beim Interview. Wie sieht es denn mit dem Mikrobiom aus? Weil wir haben ja, wir sind ja besiedelt von unfassbar vielen Bakterien und die sind ja auch nicht alle schlecht, ganz im Gegenteil, wir brauchen die. Wie kommt es denn da, was passiert denn da bei der Parodontitis? Sind das jetzt schlechte Bakterien? Habe ich da eine Disbalance sozusagen im Mikrobiom meines Mundes oder wie kommt das zustande? Die Parodontitis entsteht dann, wenn dein Immunsystem ganz bestimmte Bakterien nicht abwehren kann. Wir haben immer Kontakt mit unfassbar vielen Bakterien und wenn die abgewehrt werden können vom Immunsystem, dann ist das kein Problem. Wenn es da aber einen Defekt gibt im Immunsystem, dass diese Bakterien nicht beseitigt, nicht attackiert werden, dann siedeln sie sich dauerhaft in den Zahnfleischtaschen an. Dann kann man nur mit guter Pflege versuchen, immer wieder Sauberkeit herzustellen. Aber es wird zeitlebens eine chronische Parodontitis bleiben. So ungefähr kann man 50% der Parodontitis-Patienten einsortieren, dass sie genetisch nicht die Bakterien abwehren können. Und dann gibt es die Gruppe der Patienten, die haben eine Parodontitis aufgrund schlechter Zahnhygiene entwickelt, wo die Bakterien einmal in die Tasche eingedrungen, dann so lange dort bleiben und Knochen und Zahnfleisch zerstören, bis sie eliminiert werden. Also zwei Gruppen von Patienten. Okay. Das heißt, also an der Ursache liegt eigentlich eine Immunschwäche, wenn ich das richtig verstanden habe, und gar nicht so sehr die Bakterien, die sich da einnisten, sondern das Immunsystem ist jetzt nicht in der Lage, mit diesen Bakterien umzugehen. Das heißt, eigentlich wäre ja der Schritt, sich erstmal um das Immunsystem zu kümmern. Wir haben ja Naturvölker, die jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Zahnpflege betreiben und doch ganz hervorragende Zähne haben. Da geht ja die Arbeiten von Weston A. Price, ging ja in diese Richtung und er hat ja auch dann viele über Ernährung dann geschrieben und so weiter. Das heißt, die haben wahrscheinlich einfach ein besseres Immunsystem und brauchen dann gar nicht so viel Putz. Besseres Immunsystem und bessere Ernährung. Ja. Okay. Weniger Zucker, mehr Frischkost. Alles das, was ja eigentlich hier jetzt ungewöhnlich ist. Genau. Okay, und dann hast du von genetischen Defekten gesprochen. Haben das die Naturvölker nicht und wir haben das? Oder wie sieht es da aus? Das denke ich so, dass sich das über die Zeit so entwickelt hat, ja. Aber können wir da auch mit epigenetischen Maßnahmen sozusagen, also mit Umweltfaktoren, mit Lifestyle-Änderungen, können wir da so ein bisschen drauf eingreifen, das wieder so ein bisschen zurückdrehen, die Uhr? Auf jeden Fall kann man mit Lifestyle da eine Besserung erreichen und ja, die Patienten mit der chronischen Parodontitis, die sich in Behandlung begeben und selber ganz viel dafür tun. Das heißt einerseits ganz regelmäßige Prophylaxe bis zu 4-5 Mal im Jahr. Selber tatsächlich nach jedem Essen die Zähne reinigen, 2-mal am Tag die Interdentalräume mit Zahnseide und Bürstchen putzen. Die Ernährung entsprechend umstellen. Perfekte Patienten sind da solche, die wirklich die Frischkost ganz hochhalten, Salate, Gemüse, grüne Smoothies wirklich in ihrem Tagesprogramm haben. Und ich empfehle dann bei Patienten, die wirklich alles tun wollen, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, die helfen, die parodontale Gewebesituation
vom Stoffwechsel her zu verbessern. Ah, interessant. Du hattest eben von Elimination gesprochen, hast gesagt, 50% der Menschen haben nicht diesen Geneffekt, sondern es haben sich einfach die Bakterien in den einlassen. Sie haben sich eingenistet und jetzt muss man die da rausbekommen. Geht das einfach durch eine gute Zahnpflege, durch Putzen oder kann man da jetzt mit relativ aggressiven Mitteln, sag ich jetzt mal, rangehen und die da erstmal Tabula Rasa machen und von da aus dann wieder neu starten? Man muss einmal zahnärztlich behandeln und sozusagen, wie du sagst, Tabula Rasa machen. Einmal Entzündungsgewebe und Bakterien beseitigen. Und dann, wenn das einmal gesäubert ist, liegt es am Patienten, dass sich keine Bakterien mehr einnisten. Ein bisschen muss man natürlich auch sagen, ist manchmal schlecht gestaltete Kronen oder Füllungen ein kleines Problem, ein mechanisches Hindernis, weswegen Bakterien sich da einnisten. Das muss natürlich auch beseitigt werden, klar. Ja, verstehe. Ich habe auch so eine Stelle, wenn ich da nicht praktisch täglich mit Zahnseide dran gehe, also zwischen den letzten beiden Backenzähnen, dann kriege ich da sofort Entzündung. Also das ist dann ist da ein mechanisches Retentionsproblem, genau. Kann man vielleicht nochmal zahnärztlich verbessern. Ja, aber mit dem Tabula Rasa, also kann ich damit mit MMS, CDS, Ozon oder solchen Geschichten rangehen und da erstmal sozusagen alle Bakterien killen und dann eine neue Flora aufbauen oder ist das weniger zielführend? Doch, das ist das Ziel. Also zum Beispiel Ozon ist ein super Mittel, um die Bakterien zu beseitigen. Wir haben das in der Praxis als Ozongas, was natürlich hohes Potenzial hat, die Bakterien da wirklich einmal abzutöten. Und es gibt aber auch für die häusliche Anwendung zum Beispiel ozonisiertes Olivenöl, was man selber als Patient mit so kleinen Pinselchen in die Zahnfleischtasche einmassieren kann, um selber, auch wenn Entzündungen neu auftreten, schon mal selber häuslich aktiv zu werden. Ja. Ja, und ich glaube, ozonisiertes Wasser gibt es auch, ne? Ozonisiertes Wasser gibt es auch, ja. Und mit dem Olivenöl kann man dann sozusagen so eine Art Oil Pulling machen, also so das dann auch spülen. Ja, vielleicht? Genau. Mhm. Ja, okay, wunderbar. Mhm. Ja, ist so ein faszinierendes Thema Ozon. Ich habe selber so eine Maschine und könnte ich eigentlich auch mal bei mir selber ausprobieren im Mund. Ja, was sind denn überhaupt tote Zähne und woher kommen die? Tote Zähne, also ein Zahn ist ein lebendes Organ. Außen eine harte Schicht, Schmelz und Zahnbein und im Inneren der Raum, wo Blutgefäße, Nerven und Lymphgefäße Ernährung in den Zahn reinbringen, Sauerstoff, Nährstoffe und Schlackenstoffe abtransportieren. Dieser Raum ist begrenzt. Wenn jetzt eine Karies weit fortgeschritten ist, nur in die Nähe des Zahnnervens kommt, dann können die Kariesbakterien das Zahnbein durchwandern und den Innenraum, den Nervraum erreichen. Darauf reagieren Gefäße mit Schwellung. Da das aber ein kleiner Raum ist und eine mäßige Schwellung schon dazu führt, dass die Gefäße stranguliert werden im Inneren des Zahnes, kann dadurch der Zahnnerv absterben, weil er nicht mehr durchblutet wird, weil die Blutzufuhr abgeschnürt ist. Wenn der Zahnnerv abstirbt, haben wir dort sozusagen zerfallenes Eiweiß im Inneren des Zahnes vorliegen. Das zieht sofort Bakterien an. Bakterien, die von diesem zerfallenen Eiweiß leben, das fressen die. Und dadurch entstehen Giftstoffe. Ein toter Zahn macht sich bemerkbar im Mund des Patienten, dass er dunkler wird, grau im Vergleich zu den Nachbarzähnen, den Glanz verliert, eine raue, bröselige Oberfläche entwickelt und in späteren Stadien dann beim Gegenklopfen oder Zubeißen schmerzt. So ist die Entwicklung in der Regel bei fortschreitender Karies, dass der Nerv abstirbt, ja. Okay, also der schmerzt, obwohl er tot ist.
Ja, der Schmerz kommt dann zustande dadurch, dass die Entzündung, die an der Grenzfläche Wurzelknochen entsteht, wenn der Nerv tot ist, diese Entzündung macht Spannung auf den Knochen und das führt zum Schmerz, wenn sich eine Knochenentzündung entwickelt. Okay, also wenn man sich mal ein bisschen im Spiegel betrachtet und so ein bisschen dunklere, grauere Zähne beobachten kann, dann hat man da eventuell ein Problem. Ja. Okay, das ist ja schon mal ein praktischer Hinweis, weil du hast gesagt, es entstehen halt dann Bakterien, die dann die Eiweißreste und so weiter auffressen und dann Biotoxine erzeugen. Was sind das für Toxine und welche Gefahren gehen davon aus? Die Bakterien, die dort leben, sind Anaerobia. Das sind Bakterien, die können ohne Sauerstoff leben. Sie fressen diese Eiweißzerfallsprodukte und dabei entstehen Schwefelwasserstoffverbindungen als Produkt ihrer Verdauung. Und diese Schwefelwasserstoffverbindungen sind Mercaptan und Thioether, sonst bekannt als Leichengifte. Die sind in ganz geringer Dosierung giftig. Und sie entstehen in einem toten Zahn permanent, dauerhaft. Und diese Stoffe, die dort im Zahn entstehen, gehen natürlich aus dem Zahn auch heraus in das Blutgefäßsystem und kreisen im ganzen Körper und müssen von der Leber entgiftet werden. Diese Giftstoffe gelten also als wirklich ganz besonderes Gift in allerkleinster Dosierung. Eine Forscherin, die damit gearbeitet hat zu Forschungszwecken, hat wenige Tropfen aus Versehen auf ihren Handschuh bekommen und ist 2 Monate später gestorben. Wow. Diese Gifte sind in toten Zähnen vorhanden und in wurzelbehandelten Zähnen. Ja, die sind ja auch tot, oder? Genau. Wurzelbehandelte Zähne sind tote Zähne, die vom Zahnarzt mit dieser Methode der Wurzelbehandlung behandelt wurden, um zu versuchen, den Zahn zu erhalten, um nicht den Zahn zu verlieren. Es wird dabei nur der Vorteil, der Zahn bleibt, genannt, aber leider sehr selten die Patienten darüber aufgeklärt, dass damit dauerhaft Bakterien in den Körper kommen, diese Anaerobia aus den Zähnen, und dauerhaft Giftstoffe in den Körper kommen, die auf jeden Fall das Immunsystem in Richtung chronische Entzündung triggern. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Besuch unseren Kanal, hier findest du viele weitere informative Videos. Vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlass auch gerne Kommentare und teile deine Erfahrungen mit Entgiftung. Wie hast du dich entgiftet? Was hat bei dir funktioniert? Wobei hattest du Nebenwirkungen? Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video.